Da trat, wie es schien, die Ruhe vor mich hin. Von den Jahren gebeugt, die Schläfen mit einem Pappelzweig umkränzt. Ich bin Friedrich, ich arbeite in der Papierfabrik Meißner am Stadtrand von Jülich, an einem Mühlengraben, der hier an der Ruhr vorbeifließt. Die Ruhr, das ist unsere Lebensader. Sie hat mich immer als kleiner Junge schon fasziniert. Ohne die Ruhr gäbe es hier gar keine Besiedlung. Das habe ich in der Schule gelernt. Die Ruhr liefert Brauchwasser, nimmt Abwasser auf, versorgt die Fabriken mit Wasserkraft, speist den Festungsgraben und ist überhaupt die Grundlage der Jülicher Industrie. Nicht alleine, aber mit Hilfe von Bächen und Mühlengräben, Mühlenteichen, wie wir sie nennen. Strategisch ist unsere Stadt eingebettet in ein Geflecht von Wasserläufen. Die Mühlenteiche trieben ursprünglich Getreide- und Ölmühlen an. Seit 100 Jahren jedoch dienen sie der Produktion von Papier. Die letzte Kornmühle an der Stiftsherrenstraße wird bald abgebrochen. An den Teichen liegen heute außer der Papierfabrik auch eine Lederfabrik und unsere Zuckerfabrik. Zucker aus Rüben, die bei uns in der fruchtbaren Börde besonders gut wachsen. Die Ruhr ist aber auch echt dreckig, schon weit vor Jülich aus den Abwässern von Düren und Stollberg über die Inde. Eine trübe, ungemein schmutzige, ölig dahinkriechende Abwasserbrühe. Das Schwimmen müsste eigentlich verboten werden. Aber wir Jülicher geben nicht auf. Unser Herr Bürgermeister hat die Ruhr noch einmal in ihrem Bett festzurren lassen. Jetzt ist die Stadt noch besser vor Hochwasser geschützt. Auf dem Damm über dem Fluss setzt sich die Promenade fort. Begleitet von einer schönen, schattenspendenden Baumreihe. Und auf der anderen Seite soll ein echtes Schwimmbad entstehen.